Umweltzerstörung oder Massentourismus. Diese bedrohten Denkmäler werden von der UNESCO auf der sogenannten Roten Liste erfasst. So soll auf den besonderen Missstand hingewiesen und für Hilfsmaßnahmen geworben werden. Im Hochland der Philippinen nahe Banao sind die Reisterrassen der Ifugao. Hier ist der Reisanbau beschwerlich und wenig ertragreich. Die Bewohner wandern in die großen Städte ab. Wenn die Reisterrassen aber nicht bebaut werden, verfallen sie und gehen für immer verloren. Unsere erste Station führt uns aber an die Südküste der USA, zu den Everglades. Die Zerstörung dieses Ökosystems schreitet unaufhaltsam voran. Orangenplantagen, Swimmingpools, Golfplätze, Feriensiedlungen, sie alle wollen aus den Sümpfen bewässert werden. Seit Tausenden von Jahren das gleiche Schauspiel. Wenn die Sonne aus der Nacht hervorbricht, erwacht das Leben in den Seen von Kissimmee. Das Wasser dieser Seen ist der Ursprung einer einzigartigen Urlandschaft der Erde, der Everglades. Nur etwa 5 Meter Höhenunterschied sind es von den Kissimmee-Seen in Südflorida bis zum 500 Kilometer entfernten Golf von Mexiko. Auf einer Breite von rund 80 Kilometern verteilt sich das abfließende Wasser in eine bizarre Sumpflandschaft. 30 Meter legt das Wasser pro Tag zurück und braucht damit 40 Jahre, bis es das Meer erreicht hat. In der endlosen Weite aus Gras lebten hier nur ein paar Ureinwohner im Einklang mit der Natur. Der Golf von Mexiko kommt, desto salzhaltiger wird das Wasser. Das Süßwasser der Everglades vermischt sich mit dem Salzwasser der Florida Bay. Nur der Mangrovenbaum, dessen Wurzeln sich fest an den Meeresgrund klammern, kann hier am offenen Meer überleben. Als die spanischen Eroberer an der Küste Südfloridas auftauchten, interessierten sie sich nicht für die Everglades. Das Sumpfgebiet war gefährlich und sie hielten es für wertloses Land. Erst 300 Jahre später, Ende des 19. Jahrhunderts, zeigten Land- und Immobilienspekulanten Interesse an der Urlandschaft. Sie ließen einen exotischen Baum aus Australien einführen, der 4-mal so viel Wasser brauchte wie die heimischen Bäume und sich seuchenartig ausbreitete. Melaleuca-Baum, eine Myrtenart mit weißer papierener Rinde, die harmlos aussieht und sich gefährlich malerisch in die Landschaft einpasst. Der Melaleuca sollte den Sümpfen das Wasser entziehen, sie austrocknen, um begehrtes Bauland und Anbaufläche für Zuckerrohr- und Apfelsinenplantagen zu gewinnen. Große Teile eines tausende Jahre alten Sumpfgebiets in Landwirtschaft verwandelt. Gemüse- und Zuckerrohrfarmen schoben sich wie ein Riegel zwischen die Everglades. Der Wasserkreislauf wurde jäh unterbrochen. Jetzt regierten die Zuckerbarone. Musik
heißen Sommermonaten jagten Brände über Felder und Sumpfgräser. Ohne Feuchtigkeit trocknete der Boden aus. Viele Felder waren nur ein paar Jahre zu gebrauchen. Sie wurden braun und trocken. Die Zuckerrohrfarmer reagierten schnell auf die verheerenden Brände. Sie setzten riesige Bewässerungsanlagen ein, die den Everglades noch mehr Wasser entzogen. Vermischt mit Phosphor und Pestiziden gelangte das Wasser ungefiltert in den längst angeschlagenen Wasserkreislauf. Es hat lange gedauert, bis die Menschen in Florida begriffen, dass die Everglades das Herzstück eines Wasserkreislaufs sind, von dem das eigene Überleben abhängt. Ein Milliardenprojekt wurde ins Leben gerufen, das die Renaturierung zum Ziel hatte. Riesige Pumpwerke sollten jetzt den Wasserzufluss der Sumpflandschaft regulieren, für die Bedürfnisse der Natur leider meist zum falschen Zeitpunkt und in der falschen Menge. Dies von einst ist fast verschwunden. 90% der Wattvögel, die hier überwinterten, kommen nicht mehr wieder. 1,2 Millionen Quadratmeter Feuchtgebiet wurden trockengelegt. Doch wo man es findet, fühlt man sich zurückversetzt in eine andere Zeit. Wenn in den heißen Sommermonaten das Wasser langsam zurückgeht, werden dort die verschiedensten Vögel angelockt von reichlichen Fischschwärmen im seichten Wasser. Die Gier nach Futter lässt sie jede Angst verlieren. Die Augen der Alligatoren stets auf sich gerichtet. The River of Grass, der Fluss der Gräser. Eine Liebeserklärung der Schriftstellerin und Naturschützerin Stoneman Douglas an die Everglades. Auszüge ihrer Poesie sind in fast jedem Reiseführer zu lesen. Vor allem schwärmt sie von einer unwirklichen Stille, die sie bei ihren Reisen Anfang der 40er Jahre noch erleben konnte. Viele der 1,5 Millionen Touristen, die jährlich die Sümpfe besuchen, empfinden ein Gefühl von Freiheit, wenn sie im Airboat durch die Gräserlandschaft rasen. Sie kommen meist am Wochenende aus den nahegelegenen Städten Miami und Orlando, die wie ein Keil in die Everglades gebaut wurden und ständig weiterwachsen. Menschen kommen täglich nach Florida, um sich dort anzusiedeln. Sie wollen grünen Rasen um ihre Häuser, kühle Swimmingpools und den Golfplatz in nächster Nähe. 470 Liter Wasser verbrauchen sie pro Kopf und Tag. Dreimal mehr als der deutsche Durchschnitt.
Everglades sind in Gefahr, auch wenn der Mensch jetzt bereit ist, sich an die Gesetze der Natur zu halten. Es ist die letzte Chance für eine einzigartige Urlandschaft der Erde. Die letzte Chance für die Everglades. Eine Legende erzählt, dass schon vor langer, langer Zeit Menschen in der unwegsamen Bergwelt der philippinischen Kordilleren lebten. Sie ernährten sich nur von Wild und Wurzeln.